Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 26. Juli. Heute haben wir dabei Apple, Xbox One, Pokémon Go und zum Ende der Woche nochmal Elon Musk. Beginnen tun wir mit Apple. Die haben jetzt eine Übernahme getätigt und zwar für 1 Milliarde US-Dollar haben sie das Smartphone-Modem-Business von Intel übernommen. Das bedeutet, die ganzen Patente und auch 2200 Intel-Mitarbeiter wandern damit zu Apple und das Ganze soll dann im vierten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Nächstes Thema, Xbox. Xbox One, um genau zu sein. Es gibt ja das Xbox Insider-Programm von Microsoft, wo Nutzer dann schon vorab einen Einblick in die Zukunft bekommen. In die Zukunft der Konsole logischerweise. Und da gibt es jetzt zwei Neuigkeiten. Das Dashboard, also der Mittelpunkt der Konsole, der wird wieder mal verändert. Das passiert ja nicht unbedingt im Jahresrhythmus, aber schon eher häufiger, schon seit der allerersten Xbox. Aber viel interessanter, Cortana, der Sprachassistent von Microsoft, der ist nicht mehr auf der Konsole zu finden. Der war bislang auf der Konsole, man konnte mit der Konsole reden und das geht jetzt nicht mehr. Man muss über die entsprechenden Cortana-Apps für Windows, Android oder iOS gehen und dann funktioniert es auch. Ansonsten erstmal keine Cortana auf der Xbox One. Pokémon Go, der geneigte Zuhörer weiß ja, dass ich das spiele, das Einzige, was ich eigentlich spiele und das immer noch regelmäßig seit Beginn. Da gibt es wieder Neuigkeiten für alle, die Pokémon Go spielen, die haben es wahrscheinlich dann eh schon gemerkt. Team Go Rocket ist da, das sind irgendwie die Bösen und das bedeutet schwarze Pokestops, wenn man die dreht, kann man gegen Team Go Rocket kämpfen und das ist nicht so einfach wie die ganzen anderen Trainer kämpfen, wo man echt nur stupide rumklicken muss. Die haben schon ein bisschen mehr in sich. Da muss man schon ein bisschen planen, welche Pokémon gegen welche gut funktionieren. Und dann erhält man die Krypto-Pokémons und die kann man dann halt auch noch erlösen und tauschen. Ja, entweder wisst ihr, wovon ich rede oder auch nicht. Dann gehen wir ab zum nächsten Thema. Und zum letzten. Wir haben die Woche ja auch mit Elon Musk begonnen. In der Mitte hatten wir ihn auch nochmal dabei. Und jetzt geht es um The Boring Company. Das ist eine der Firmen von Elon Musk neben Tesla und SpaceX. Ja, und The Boring Company, die ist für den Tunnelausbau zuständig und die hat jetzt Geld bekommen. Und zwar 120 Millionen, weil sie halt Anteile an der Firma verkauft haben. Damit sind sie jetzt wieder flüssig und wir hatten ja vor zwei Tagen drüber geredet, der Hyperloop, die Teststrecke soll ausgebaut werden und es soll eine neue Competition nächstes Jahr geben. Ja, auch da ist ja jetzt genug Geld für da, von daher schauen wir mal, was der gute Elon damit anstellt und wünsche euch ein gutes Wochenende. Es bleibt wohl noch so warm, also macht was drauf, bleibt positiv und ab Montag ist der Martin wieder für euch da. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.